Als Material für deinen Origami-Affen brauchst du ein Origami-Blatt, quadratisch. Ich verwende 20 auf 20 cm und außerdem eine Schere. Lege dein Blatt zuerst in der Hälfte zusammen. Einmal knicken, dann öffne es wieder, drehe es und falte es nun in der anderen Richtung ebenfalls in der Hälfte zusammen. Nachdem du die zwei Faltlinien hast, ist es am besten, wenn du dein Blatt einmal wendest. Führe jetzt die diagonalen Faltlinien durch. Nimm die untere Spitze, führe sie nach oben, Spitzen aufeinander und knicke dann dein Blatt Papier. Öffne es jetzt wieder, drehe es erneut um 90 Grad und lege dann wieder die untere Spitze auf die obere. Am besten wieder mit einem Finger festhalten und dann knickst du dein Blatt. Als nächstes musst du dein Blatt Papier zusammenlegen. Und zwar einmal hier an dieser Kante und an dieser. Schlag die beiden Seiten nach innen und dann musst du die obere Spitze nur noch öffnen und vorsichtig nach unten drücken. In der Mitte sollte dein Blatt jetzt so aussehen. Dann geht es weiter mit den Seiten. Nimm die äußere Faltkante von deinem Papier, die untere, und führe sie nach innen an die mittlere Faltlinie, leg sie dort an und knicke dein Blatt Papier. Danach nimmst du dir die Seite gegenüber, auch hier die untere Papierkante, und legst sie passend zu deiner anderen Seite an die mittlere Papierkante und knickst diese nun auch. Als nächstes kommt die obere Spitze. Du brauchst nun hier, dort wo die beiden Papierblätter enden, eine Faltlinie. Leg also deine Spitze einmal nach unten um, knicke sie und entfalte sie dann wieder. Als nächstes darfst du auch die zwei Papierblätter wieder entfalten. Nimm nun das erste Papier, die Papierspitze, und zieh sie vorsichtig nach oben. Soweit, bis du hier hinten an die Faltlinie triffst und leg dann die Blätter von außen nach innen. Das gleiche mit der gegenüberliegenden Seite, auch hier das Papier nach innen. Am besten gut flach drücken, dann hast du hier eine schöne Raute. Wende nun dein Papier und wiederhole die Faltschritte nun auch hier auf dieser Papierseite. Wieder mit den äußeren Papierkanten an die Faltlinie in der Mitte und dann knicken. Als nächstes folgt auch hier einmal die Papierspitze anheben, nur das erste Blatt, und dann kommen auch hier die Seitenteile, die du gerade geknickt hast, nach innen. Bevor du jetzt weiterfaltest, ist es wichtig, dass du dir dein Papier genau anschaust. Wenn es jetzt so vor dir liegt, drehe es um 180 Grad. Die Spitze unten
muss in deine Richtung zeigen. Dies ist ganz wichtig, denn hier oben, wo die Spitzen sich voneinander trennen, werden die Affenarme jetzt gefaltet. Nimm dir die Papierkante hier außen und führe sie nach innen und leg sie an und falte sie. Einmal und dann die gegenüberliegende Seite ebenfalls. Bist du fertig, dann wende dein Papier. Die Faltschritte musst du nun auf der Rückseite wiederholen. Nimm wieder die äußere Papierkante und leg sie nach innen. Als nächstes bekommt der Affe seinen Kopf. Dafür ist die untere Spitze wichtig. Zieh die Spitze, diese hier, vorsichtig nach oben. Nur so weit, wie es geht und dass du hier auf der Seite dein Papier nicht versehentlich einreißt und dann drückst du es flach nach unten. Du darfst es feste knicken. Jetzt brauchst du deine Schere. Die obere Spitze muss abgeschnitten werden. Merk dir hier, ist dein Papier am breitesten, dann wird es wieder dünner. Am besten einen Zentimeter von der breitesten Stelle und dann setzt du zum Schnitt an. Die Spitze kannst du wegtun. Für den Kopf einmal nochmal zurückfalten und dann das Papier einmal einschlagen, sodass es hier mit der Faltlinie abschließt, knicken und wieder nach oben klappen. Dein kleiner Affe braucht nun als nächstes Ohren. Nimm dir jetzt die Spitze vor. Knicke sie einmal komplett nach hinten, sodass du hier eine schräge Seite hast. Dann nimmst du die Spitze wieder und schlägst sie wieder nach vorne, aber nur ein kleines Stück, sodass man lediglich die Spitze sieht. Das gleiche wiederholst du jetzt mit dieser Spitze hier. Das Papier erst einmal komplett nach hinten und dann holst du dir wieder eine kleine Spitze nach vorne, sodass du auch hier ein Ohr hast. Dein Papier hat dann eine kleine Zickzackfaltung. Alles schön flach drücken, dann hast du hier zwei kleine süße Ohren. Als nächstes geht es weiter mit den Armen. Ein Arm, am besten der linke oder der rechte, wie du magst, kommt nach unten. Öffne deinen Affen an der Seite und ziehe den Arm vorsichtig nach unten. Hier oben schön flach drücken. Und dann knickst du deinen Arm hier unten, am besten 1-2 cm von der Spitze, einmal zur Seite um, wieder zurück, öffnest den Arm kurz und kannst ihn dann schön knicken. Mit dem oberen Arm machen wir einen Arm zum Einhängen. Daher zeigt dieser erstmal nach oben und wird nun hier in etwa der Hälfte auch zur Seite umgelegt und geknickt. Entfalte das Papier wieder, öffne nun den Affenarm und lege die Spitze an den Faltlinien um. Nun hast du hier ein kleines Stück, das du ebenfalls erneut in der Hälfte wieder nach unten auf die Seite umlegst. Wieder zurück, das Blatt kurz öffnen und dann die Spitze vorsichtig umlegen. So hat dein Affe oben einen kleinen Arm, wo er sich einhängen kann. Jetzt braucht er nur noch zwei süße Füße. Nimm dir dafür die untere Spitze.
die du jetzt noch übrig hast, und schneide diese mit der Schere ein. Orientiere dich dabei an der Faltlinie. Du darfst ruhig bis zum Kopf, bis zur Spitze schneiden. Danach legst du die Schere wieder auf die Seite und nimmst eine Spitze und knickst sie vorsichtig zur Seite um. Das gleiche nun auch mit der zweiten. Pass auf, dass die Füße gleich werden und in etwa die Mitte und alles passt. Und dann kannst du auch den Fuß Nummer 2 knicken. Fertig ist ein kleiner Affe.